Zwei Wochen vor der Wahl haben die beiden Bewerber um das Präsidentenamt in Boca Raton in Florida ihre letzte Chance genutzt, sich vor einem Millionenpublikum landesweit zu präsentieren. 90 Minuten dauerte die Fernsehdebatte am Montagabend, an deren Ende jeder noch ein Schlusswort an das Publikum richten durfte. Präsident Barack Obama begann. You've now heard three debates, months of campaigning and way too many TV commercials. And now you've got a choice. Sie haben drei Debatten gehört, monatelange Kampagnen und viel zu viele Fernsehwerbungen. Jetzt haben Sie die Wahl, begann Obama und verwies auf Erfolge seiner bisherigen vier Amtsjahre. Romney wolle zu einer schlechteren Politik zurück. Economic policies that won't create jobs, won't reduce our deficit, but will make sure that folks at the very top don't have to play by the same rules that you do. And I've got a different vision for America. Er habe eine andere Vision von Amerika, so der Präsident, und nannte verschiedene Vorhaben, wie die Schaffung von Jobs, ein besseres Bildungssystem, eine bessere Energiepolitik. Companies and small businesses that are investing here, not overseas. I want to make sure we've got the best education system in the world, and we're retaining our workers for the jobs of tomorrow. I want to control our own energy by developing oil and natural gas, but also the energy sources of the future. You know, we've been through tough times. Ja, man sei durch schwere Zeiten gegangen, räumte Obama ein und bat gleich darauf, ihm weiter zu vertrauen. And if I have the privilege of being your president for another 4 years, I promise you, I will always listen to your voices, I will fight for your families, and I will work every single day to make sure that America continues to be the greatest nation on earth. Thank you. Sein Herausforderer von den Republikanern, Mitt Romney, schlug in seiner Schlussbemerkung einen optimistischeren Grundton an. I'm optimistic about the future. I'm excited about our prospects as a nation. I want to see peace. I want to see growing peace in this country. It's our objective. We have an opportunity to have real leadership. America is going to have that kind of leadership and continue to promote principles of peace that will make a world a safer place. Frieden, Sicherheit, Führungsstärke, seine ersten Schlagwörter. Amerika komme wieder. Dafür brauche man aber einen Präsidenten, der auch mit der politischen Opposition klarkomme, sagte Romney und verwies auf seine Regierungszeit als Gouverneur in Massachusetts, wo er mit den Demokraten gut zusammengearbeitet habe. I know what it takes to get this country back, and we'll work with good Democrats and good Republicans to do that. This nation is the hope of the earth. Diese Nation sei die Hoffnung der Erde, so Romney, und wurde sehr bildlich in seiner Darstellung, mit der er um die Stimmen der Wähler warb. They've held a torch for the world to see, a torch of freedom and hope and opportunity. Now it's our turn to take that torch. I'm convinced we'll do it. We need strong leadership. I'd like to be that leader with your support. I'll work with you. I'll lead you in an open and honest way, and I ask for your vote. I'd like to be the next president of the United States to support and help this great nation and to make sure that we all together maintain